Ja, hallo liebe Leute, da spricht wieder der Christian, euer Fototrainer, und ich bin heute, wie ihr seht, brutal in der Sonne. Jetzt geht es ein bisschen besser. Ja, ich stehe hier in einem wunderschönen Weinort nahe von Wien und habe dann heute den halben Tag damit zu tun, eine Hochzeit zu fotografieren. Und ich dachte mir, ich nehme da gleich mal ein kleines Video auf, um euch ein bisschen zu zeigen, mit welchem Equipment ich denn so unterwegs bin bei meiner Hochzeitsfotografie. Ich glaube, ich stelle mich da ein bisschen im Schatten, weil es ist heute wirklich sehr warm, also ganz schön heftig. So, interessanterweise ist es heute so, dass die Lichtbedingungen sich permanent verändern. Also ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, jetzt ist gerade wieder ziemlich alles bewölkt und dann geht es wieder, kommt wieder die Sonne raus und so, es geht die ganze Zeit so dahin, aber wunderschönes Frühlingswetter. So, zurück zum Equipment. Was nehme ich so auf Hochzeiten mit, was verwende ich so, was kann ich euch dazu sagen? Ich drehe mal die Kamera um und wir schauen uns mal gleich mal im Detail an, was ich denn da so habe. Hier gibt es mal den ersten Einblick in mein Equipment, besser gesagt hier in meinen Kofferraum. Naja, nicht so schön. Auf jeden Fall, was habe ich mit den Kameras? Also ich habe hier eine Sony A7 III, davon habe ich zwei Stück mit. Und hier habe ich auch schon eine meiner Lieblingslinsen drauf. Das ist ein Sony 35 1.4 G Master. Das ist eine Linse, die verwende ich sehr, sehr viel auf der Hochzeit. Ja, ein Großteil der Bilder wird wahrscheinlich damit entstehen, vermute ich mal. Zumindest war es die letzte Zeit so. Ja, also eine A7 III. Ja, also ich verwende immer zwei Speicherkarten pro Kamera. Diesmal habe ich mit, lass uns mal kurz reinschauen, eine 64 GB Karte. Die andere ist ident. Und ich glaube, in der anderen Kamera, die zeige ich euch auch gleich, habe ich 128 GB immer mit. Ansonsten hier Tragegurt, relativ dieses System hier, das mag ich recht gern, das funktioniert sehr gut. Und der Gurt ist lang genug, dass ich die Kamera also auch sehr bequem über die Schulter tragen kann. Schauen wir weiter, was ist noch im Rucksack. So, machen wir da mal auf. Was habe ich noch mit? Ja, hier habe ich mal ein Reinigungskit mit, Blasebalg und so Linsenreinigungstücher, das braucht man immer. Und da unterhalb versteckt sich noch ein Godox V1. Den kann man immer mithaben, das kann nie schaden. Man weiß nie, welche Lichtbedingungen einen genau erwarten. Also ist ein Blitz irgendwie immer ein Muss. So, dann haben wir, wie gesagt, eine zweite Kamera. Eine zweite A7 III. Die hat einen Zusatzgriff drauf, hier unten den Batteriegriff. Das sind zwei Akkus eingebaut und erhöht einfach die Akkukapazität. Dann habe ich hier drauf ein 85 1.8 als so mittleres Tele-Lösung. Auch wieder dieses gleiche Gurtsystem. Ja, viel mehr gibt es dazu jetzt auch nichts zu sagen. Gehen wir weiter. Dann habe ich hier ein Samyang 24 1.8 mit. Das ist mir eine moderate Weitwinkellösung, die ich also bei Hochzeiten sehr, sehr gern verwende. Auch dann später am Abend bei der Tanzfläche und so. Oder auch so Übersichtsfotos mache ich immer sehr gerne mit den 24 mm. Hier versteckt sich dann ein Samyang 45 1.8. Das ist nur ein bisschen so ein Backup. So eine Universallinse, wo man ja also eben so zwischen 35 und mehr und 85 angesiedelt, die habe ich oft gar nicht in Verwendung, aber es ist mir eigentlich eine Backup-Lösung, sollte mir entweder das 24er oder auch das 35er irgendwie eingehen, der Autofokus versagen, irgendwas, also hier kann man sich immer helfen und mit einem rund 50 mm Objektiv bist du eigentlich immer irgendwie richtig, das kann man immer gut brauchen. Hier habe ich einen Safe für Speicherkarten. Ihr seht, ich habe da noch eine Menge Speicherkarten mit, wobei ich sagen muss, ich brauche fast nie wechseln. Also das muss schon wirklich eine sehr, sehr umfangreiche Hochzeit sein, dass ich dann Speicherkarten mal wechseln muss. Beim heutigen Einsatz wird es wahrscheinlich nicht notwendig sein, aber die habe ich standardmäßig immer mit, also 2x128, 2x64, 2x32 und dann noch etwas ältere und sehr kleine Karten mit 16 GB. Aber wie heißt so schön, haben ist besser als brauchen. Und dieser Safe ist auch recht gut. Also der ist feuchtigkeitsgeschützt und auch sehr schlagfest.
ja, das hatten wir so, dann haben wir hier durch. Und die vierte Linse, die ich mit habe, ist ein Samyang 135 1.8. Die Linse habe ich jetzt schon ein paar Monate mittlerweile. Ich liebe sie heiß, sie ist wirklich sehr, sehr gut und ist nicht immer bei allen Hochzeiten dabei, aber heute macht es wieder Sinn, weil heute weiß ich, wie die Gegebenheiten sind und da macht dieses Tele durchaus Sinn. Und den 70-200 wäre mir fast zu groß, zu schwer und eventuell auch zu lichtschwach, wenn es dann später am Abend geht. Ja, hier habe ich noch so einen Diffuser für den Blitz. Das war's eigentlich. Das ist eigentlich so das grobe Equipment für eine, ja, sagen wir mal, für eine relativ kleine Hochzeit heute. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, ist mein Equipment relativ überschaubar. Ich habe nicht immer das Gleiche mit, also ich variiere da immer ein bisschen. Hängt davon ab, ob ich Kundenwünsche habe und ob ich weiß, wie die Location ist. Also wenn ich die Location kenne, nehme ich meistens ein bisschen anderes Equipment mit. Wenn ich die Location nicht kenne und nicht genau weiß, was mich erwartet, ja, dann kann es sein, dass etwas mehr Zooms dabei sind. Hätte ich ziemlich sicher ein 24-70 noch dabei und vielleicht auch ein 70-200. Nachdem ich aber hier heute weiß, was mich erwartet und ups, die Sonne ist brutal, wie die Location ist, habe ich mir das mal geschenkt und habe das zu Hause gelassen und habe eigentlich nur 4 Festbrennweiten mit. Nachdem ich immer mit 2 Kameras am Körper arbeite, zumindest den Großteil des Tages, habe ich eben meistens so eine Kombination, also entweder 35, 85 oder 45, 85 oder 24, 35. Also immer zwar so eine Kombination, wo man immer ein bisschen variieren kann, um sehr schnell unterschiedliche Bilder darzustellen und nicht irgendwie Objektive wechseln zu müssen, wenn es denn mal schnell gehen muss. Zu den Kameraeinstellungen lässt sich auch ein bisschen was sagen. Ich arbeite immer sehr, sehr viel im manuellen Modus. Ihr seht, hier ist das auch standardmäßig gerade eingestellt. Ups, so. Heute vielleicht aufgrund der schnell wechselnden Lichtverhältnisse werde ich sogar in dem A-Modus operieren. Dann brauche ich mich mal um etwas weniger kümmern, kann mich noch mehr konzentrieren auf den Bildaufbau. Ansonsten, ich schalte die Kamera gern mal ein. Habe ich hier gar nichts so Spezielles in Verwendung. Ja, also was ich sehr häufig natürlich verwende, ist natürlich die ISO, an der wird sehr oft gedreht, beziehungsweise läuft automatisch. Ansonsten ein mittleres Autofokusfeld, Gesichtserkennung an, RAW-Daten natürlich, Stabilisator an. Also das sind so meine Grundeinstellungen für den Start einmal, wenn ich noch nicht genau weiß, wie es wird. So, liebe Leute, das war es auch schon wieder mit einem kurzen Einblick in meinen Fotorucksack, den ich so an Hochzeitstagen mit habe. Jetzt sitze ich, wie ihr seht, hier vor einer Menge Bilder, die ich schon ausgewählt habe und dann auch bearbeiten werde. Hat mich gefreut, wenn ihr wieder dabei wart, mir zugesehen habt. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und meinem Kanal ein bisschen einen Schub verleiht. In dem Sinne, immer gut Licht, alles Liebe, euer Christian, der Fototrainer. Servus, tschüss und baba.